Ja, heute endet die Sommertour im Alb-Donau-Kreis. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich der Tour den letzten Schliff gegeben, indem ich nämlich vorher selber hier ein Brettle auch schleifen durfte und einölen durfte und dann sogar anschließend mitnehmen durfte, ein Vesperbrett, bin stolz drauf. Und der Tag stand im Zeichen von zwei Dingen, nämlich Holz. Hier ging es auch ums Holz, wunderbare Produkte aus Holz gemacht, natürlicher Kohlenstoffspeicher. Er begann in Stuttgart mit einer großartigen Zusammenarbeit, Hochschule, Wirtschaft, auch in Sachen Bauweise mit Holz, mit viel Recyclingstoffen, Beton, wie man das geschickt in Verbindung bringt. Und zwischendrin ein Abstecher in den Schwarzwald, in den Nordschwarzwald, wo es darum ging, Erlebnisgastronomie, ganz, ganz wunderbares Gebäude, Landwirtschaft in Verbindung mit Gastronomie, was eigentlich alle Projekte, alle Dörfer, alle Kleinstädte, alle Regionen auszeichnet, wo ich jetzt war, bei uns in Deutschland, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, das ist vor Ort Macherinnen, Macher gibt, die einfach anpacken. Und ich sage es auch gerne etwas pathetischer, hier wird unser Land zusammengehalten. Insofern haben wir auch allen Grund, dem Land was zurückzugeben, Dankbarkeit, Respekt, Macher. Das ist das, was unser Land auszeichnet.